get up. Wir sind hier live noch vor Ort auf der EM mit Badisch hier. Hier ist das Hotel. Heute mit Badischs Deckprofil. Badisch, was hast du heute gespielt? Ja, servus Leute. Also ich habe Magic Spectre the Mice gespielt. Für mich war es die beste Anti-Variante und EM, seien wir ehrlich, ist das schwierigste Turnier, schwieriger als OCS und so weiter. Ich habe 3-4 Drop, das ist das Ergebnis. Und ja, Game 1 war halt Dark Planet, er hatte komplette Combo mit Twin Twister, E-Teleport, Planet, Banish to Planet, Cosmotown. Dann ging es halt nicht so gut los, aber schauen wir mal. Fangen wir an. Mit dem besten Monster. Dreimal Bumbuku. Dann dem zweitbesten. Dreimal Kuyubi. Hier dreimal den Frosch. Dreimal Cat. Hier kann man sich vielleicht was überlegen, habe ich mir schon überlegt. Die zwei rauszutun für drei Kommandanten. Weil Necrorally war wirklich extrem stark. Und er ist Hexer, kompatibel mit Rivalität der Kriegsherren. Kann man abwerfen für Necrorally. Die beiden kann man sich überlegen. Genau, schauen wir jetzt zu den Zauberkarten. 3 Demise. Wird von der Bandit-List sehr wahrscheinlich getroffen. Dreimal Pot. Jetzt 2 Necrorally. Die Gravekeeper Engine ist immer noch in mir drin, wie man sieht. War sehr stark. Gegen Monarch habe ich alle gewonnen. Gegen Cosmo auch sehr stark, aber. Sorry, not now. We make a video. Dann eine Raigeki als Out, falls der Gegner mehrere Monster hat. Und sehr gut mit Pal der Toten, falls sie liegt. Und ein Twin Twister. Braucht man, du brauchst Outs, Gegner kann verrückte Main-Karten spielen. Deswegen eine Out immer sehr gut. Kommen wir zu den Fallen. Eine Warning, ich glaube die beste Falle zurzeit. Ich spiele wirklich jeder. Hab 3 Strikes gespielt, es wird sehr viel Pendel gespielt, alles mögliche. Im Anti-Deck sind Strikes immer sehr gut, deswegen dreimal. 2 Tempest und 2 Tornado. Tornado spielen die meisten nur ein, aber ich empfehle wirklich 2 oder sogar 3. Wegen BA. Gegen BA ist die extrem stark. So, dann kommen wir 2 Road Main, wie ich es angekündigt habe in dem Grabwächter-Video. Extrem gut, wirklich. Einfach um sicher alles zu beschützen. War super stark. Die dritte ist im Side, habe sie auch oft geboardet. Die kam von 10 Spielen bestimmt 8-mal gut, wirklich. 2-mal Pendel Reborn, 2-mal reicht. 2-mal Rivalität. Das Problem ist, ja, schauen zu mir. Ich habe 4 meiner Niederlagen, 3 waren gegen Cosmo und gegen Cosmo war die wirklich nicht so stark. Problem ist, gegen Bär ist sie sehr stark. Ich habe sehr viel mit Bär gerechnet und Monarch. Monarch habe ich auch alle besiegt, aber Bär kam leider nicht. Es kam ganz der Cosmo. Und meine Zeit ist nicht so stark gegen Cosmo, deswegen war die nicht so gut. Jetzt kommen wir zu den verrückten Spiegelkräften. Ich konnte mich nicht entscheiden und die Variante habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Einmal die Ertränkende, einmal die Stürmische, einmal die Klassische. Die Klassische ist gut mit Necrorally, ist wirklich perfekt kompatibel. Deswegen habe ich mir überlegt, mehr Kommandanten und mehr Spiegelkraft, weil man braucht unbedingt Monster Removal. Die ist halt gut gegen Exceed, Synchro, alles mögliche. Und wenn er die sieht, dann erwarten die auch die überhaupt nicht. Also wirklich kam sehr gut, auch wenn es komisch ausschaut. Der Gegner kann sich nicht darauf einstellen. So, das war's Main Deck. Jetzt kommen wir zum Sideboard. Dreimal standhaft Verbindung, Bond. Wirklich extrem stark gegen Pendel. Dazu gab es ein Video, schaut es euch nochmal an. Hong wird es verlinken. Die wird dreimal einfach drin bleiben. Die wird noch kommen, ihr werdet sehen. Dreimal Chaos Strap Hole gegen Monarch, gegen Cosmo, gegen Bär. Einfach sehr stark. Blackwing. Gegen Denkoseka hatte mir sogar auch mal geholfen. Die Verrückten haben Denkoseka gebordet. So, zweimal Maske. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zweimal Maske. Das kann ich euch ganz kurz erklären. Maske gegen Monarchen, weil Monarchen ist einfach zu stark. Da habe ich die immer rausgebordet. Dann habe ich dann noch ein Tornado rausgebordet und ein Tempest. Und dann hat man gar nicht mehr so viel Tribute. Und dann müssen Monster reinkommen, weil die raus sind. Und da sind Kaiko rein. Und die waren extrem stark. Kompatibel mit Rivalität. Er kann nichts banishen, du kannst Monster banishen. Einfach sehr gut.
Dann kommen wir nochmal zu Soul Drain gegen BA. Und dann die dritte Road war wirklich extrem wichtig. Sehr gut. Ich hatte mal 3 Road gezogen, Gegner hatte 2 Twin Twister. Er hat dann direkt gelacht. Ich hatte Stardust und alles mögliche draußen. Er war irgendwie gut drauf, keine Ahnung warum. Wie hat er gelacht, Badisch? Ich weiß nicht. Okay. 2 Twin Twister gegen Antidecks, solche Sachen. Gut zum Aufräumen, Domain Monarch. Und ein Tornado noch, die dritte. Den dritten Tempest braucht ihr nicht, weil ihr spielt sowieso 2 Tempest, 3 Strikes und eine Warning. Deswegen braucht man die nicht. So, jetzt kommen wir zu meinem Extra Deck. 1 Stardust. Ich glaube, das war der, der am öftesten dran kam von Extra Deck, ja. Eiskalt, ist wirklich so. 1 Utopia Prime, 1 Utopia, 1 Rebellion. Trapezmagier, sehr gut, mit Rivalität, er ist Hexer. Man kann auch gegnerische Monster wählen, was viele nicht wissen. Endphase kann man das machen, von der Mainphase 1. Falls er irgendeinen Def hat. Cowboy für Time, Castell, Adlan Draco. Hab auch mal für Game angegriffen. Blitz Shidori, extrem stark. Kann man sich sogar zweimal überlegen. Einmal Dweller mit Raigeki, extrem gut. Grand Pulse kommt so oft, 2-8 Def, einfach solide. Albtraum High, direkter Angriff. Breaksword, Totemvogel, extrem gut. Und den hier, der ist auch extrem stark. Und zwar, wenn man exceedet, der kann halt nicht gezielt werden. Und wenn er zerstört werden würde, kannst du einen abhängen. Und falls er dann in Grave kommt, tut er die Dreier-Materialien wieder ins Deck mischen. Das ist sehr gut, weil dann habt ihr sie wieder im Deck und im Grave sind die Pendelmonster nicht so gut. Der ist wirklich sehr stark. Und hier nochmal kurz, damit ihr ein bisschen die Mechanik versteht. So von den Dreier, der kann direkt angreifen. Von den Vierer kann der direkt angreifen. Vom Dreier ist der gut fürs Time. Vom Vierer ist der gut fürs Time. Ich habe nur 3 Vierer-Exits. Also es lief wirklich, extra war wirklich komplett sehr gut. Würdest du an deinem Deck was ändern? An meinem Deck würde ich ändern, ja genau. Einfach mehr. Einmal den raus, einmal den raus. Und dafür wirklich 2 Kommandanten rein und mehr Monster Removals. Vielleicht eine Dark Hole, noch eine Spielkraft. Weil Gegner konnten mir einfach manchmal Beatdown geben und da bin ich nicht klar gekommen. Cosmo hat mich wirklich überrascht. Ich dachte nicht, dass es so gut sein wird, aber es kam halt wirklich die ganze Zeit Cosmo. 3 Niederlagen dagegen, Monarchen habe ich besiegt. Und die Gegner, die meisten waren wirklich nicht so schlecht. Wie war dein Matchup gegen auch BA? Gegen BA habe ich keins gespielt. Aber mein Deck war ja eigentlich auf BA gebaut. Ja. Und hier sind nochmal krasse Token. Ich habe noch eine Frage. Ja klar, gerne. Ich habe eine Frage, Chong. Wirst du das Deck weiterspielen oder gibt es eine neue Folge Bagger sucht dein Deck? Das ist wieder mal eine sehr gute Frage. Und zwar geht es darum, jetzt müssen wir abwarten, WM anschauen und jetzt in den nächsten 1-3 Wochen, glaube ich, kommt die Bandit-List. Da muss ich mir alles anschauen, dann ändert sich nochmal alles. Und dann werde ich wirklich alles nochmal durchgehen. Magic Spectre war auf der Liste drauf, es war wirklich auf dem letzten Platz mit einer Stimme. Ich hatte hier so eine Liste, welches wie viele Stimmen hat. Magic Spectre ist jetzt durch. Monarchen und BR wurde ja auch vorgeschlagen. Das sind ja Metadecks, die werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Werde ich antesten, aber nicht spielen. Und ihr wollt ja natürlich ein Nicht-Metadeck, was im Meta mithalten kann. Seid gespannt, die Folge wird extrem gut. Ja. Gut, vielen Dank, Barisch. Und weiterhin Erfolg mit dem Deck. Danke. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.